So, hallo und willkommen zum neuen Fairy Tale Mod Testpack, richtig? Hm, eigentlich weniger. Sondern soll das hier nur eine kleine Rundführung werden. Ja. Jetzt hole ich mir zuerst einmal mein Zeug wieder. Wie man hier schon sieht, ich habe hier die alten Dinge, die alles standen, die man so kennt, ausgetauscht gegen Deco-Craft und Custom-NPC-Möbel. Und es ruckelt manchmal so ein bisschen. Hui, kann man schön durchswitchen. Kann man sich schön setzen. So, jetzt hole ich schnell mein Zeug wieder. Hier habe ich auch ein bisschen um... Nein, ah nein, hier war das noch gar nicht. Denn... Da, wo ich umbaue, den Mantel brauche ich nicht unbedingt. So. Irgendwas frisst hier als ziemlich gut der RAM-Speicher weg. Deswegen bleibt auf das mal hängen. Bevor dieses Projekt fertig startet, also wirklich startet. Au, was sind denn das für Einbrüche hier? Ja, wie gesagt, bevor das startet, werde ich das Ganze eh erstmal neu aufsetzen. Das heißt, solche Dinge wie das hier werden dann erstmal neu angebracht werden müssen. So, machen wir eine kleine Rundführung. Am Haus selber gibt es immer noch ein paar Räume, die ich noch nicht ganz fertig habe. Kann ich nachher, wenn ich eigentlich rausgekommen bin, ich es euch gleich zeigen kann. Ich mal wieder und meine Verwirrtheit. So. Ja. Der Raum hier, also da kommen die Dinger hier noch weg und hier kommen dann noch richtige Betten hin. Hier drüben müsste das sein. Hoch. Archiv. Gästezimmer, hier, bam. Hier fehlt noch der Boden. Den habe ich noch nicht ganz fertig. Kommt noch, dann Betten, Kisten. Ja. Hier habe ich auch alles ausgetauscht. War nur blöd, als ich es dann danach ins Vanilla umkonvertiert habe, damit die ganzen Mods und alles draußen sind, nur noch nichts mehr davon gespeichert, wo was davon war. Demnach fehlt halt ziemlich viel, was ich neu einsetzen muss gegen andere Dinge, die Minecraft Vanilla sind. Sollen sie aber nicht stören. Bam, Feuer. Feuerstrahl. Naja, eigentlich Feuer und Blitz. So. Dann. Was ist genau passiert hier in der Zwischenzeit? Ich habe unter anderem hier überall jetzt auch fließend Wasser. Die Fairy Hills ist da. Hier gehört der eigentliche Baum hin, da dachte ich mir, oh, macht mal lieber einen größeren Springbrunnen, können wir uns mal anschauen. Mit Shaders würde das Ganze sehr geil aussehen, aber bei dem Pack kann ich keine Shaders mit reinnehmen. Haut nicht so ganz hin. Da hinten kommen später noch so... Kann ich jetzt, bevor ich reingehe, schnell zeigen, sonst vergesse ich sie eh wieder. Hier ist ein schönes Türchen. Naja, schön. Hier soll auf jeden Fall noch was rausführen. So ein kleiner Anbaugarten, wo ein paar Sachen wachsen. Melonen. Kürbisse vielleicht. Schauen wir dann mal. Ja, hier hängen auf jeden Fall schon Bilder, die noch ausgetauscht werden müssen. Hintertür, wo es rausgeht. So. Aber ich habe einen Raum so ziemlich fertig gemacht. Fertig im Sinne von, man sieht, dass da schon jemand drin wohnt und ja, das sieht man, wo es hinten rausgeht. So. Und wer das ist, das kann man sich eigentlich hier schon fast denken. Und ich habe mal wieder vergessen, hier einen Timer zu starten. Also,
Bei 20, wenn der bei 20 angekommen ist, so. Der Raum gehört noch niemandem. Ich glaube, Andy hat ihr Zimmer direkt neben Elsa. Hier ist Juvia, alles blau, wasserblau, und hier sollte eigentlich ein Bild von Gray sein, aber der ist ja schon ausgestorben, wie man hier sieht. Ja, Doppelbett, ja, ja, was Zimmer hier da geplant hat, armer Gray, er könnte einem fast leid tun. Levi hat's noch viel zu lesen. Was haben wir hier? Biska. Das ist eine Kuh. Die hat eine Kuh im Zimmer. Doppelbett? Ja, ja. Ja, ja, ja. Doppelbett. Ja. Und Weizen? Die Kuh zu füttern? Okay, Levi. Biska. Du hast eine Kuh. Ja. Ich hab die da nicht reingesetzt. Er hat seine Kuh. Ja, ja. Oh, passt schon. Attic? Attic? Keine Ahnung, wer das sein soll, aber... auf dem Dachboden. Ein paar Dinge wurden beim Konvertieren scheinbar nicht so richtig übernommen. Ja, weil ich habe die Map ja aus dem vorherigen Modpack heraus konvertieren müssen. Auch zuerst über eine Vanilla. Und dann hier Ersas Raum. Ja. Der Ehefrau, die hat ein Problem. Und das heißt nicht zu wenig Waffen. Die muss ich eher die Frage stellen. Oh. Womit schlage ich meinem Gegner heute den Kopf ab? Huch! Ich wüsste jetzt gerne, wieso hier zwei sind und warum das so ist. Ich glaube, das ist ein Fehler. Egal. Lassen wir dich halt mal draußen. Komm mal dich dazu, stopfe. Da ist doch mit Sicherheit noch irgendwo Platz. Bam. Hm. Ups, das will ich nicht. Hier haben wir doch... hier ist auch kein Platz mehr an dem Ding. Ach, dann halt doch, aber man sieht hier, die Frau, die hat genügend von allem Möglichen an Waffen. Oh, diese Frame-Einbrüche, ich weiß echt nicht, was das ist. Die hatte ich bis vor kurzem noch nicht. Dann hatte ich so einen RAM-Cleaner reingemacht, also so einen Mod, der den RAM-Speicher regelmäßig leert, dass das eben nicht passieren sollte. Seitdem passiert das und dann habe ich den wieder rausgeworfen, aber es ist immer noch. Ich weiß nicht, wieso. So, und wie gesagt, hier ist, das ist Ersas Raum. Hier hat natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer für sich beanspruchen müssen, weil braucht ja auch Platz und es geht endlich. Ja, deswegen will ich das umkonvertieren, das heißt, der Raum wird dann wahrscheinlich wieder leer sein, leider. Badezimmer, gar nicht pornös, ne, ja, aber Ersas Badezimmer halt. Naja, eigentlich für die ganzen Mädels. Ersa mag's halt. Pornös, groß, protzig. Ja.
So, gehen wir hier wieder raus. Bevor man noch hier weiberfiziert werde. Sorry, hört sich dumm an, ist auch kein richtiges Wort. Gott sei Dank. Ja, bevor es hier richtig losgeht. Das hier wird jetzt eh nur eine Rundführung. Das Wasser. Ich habe diese Gärten ja ein bisschen tiefer gesetzt. Und dann das Wasser mit Hilfe von, war das eine Buildcraft-Maschine? Aufgefüllt. An ein paar Stellen will ich noch so ein paar Bootstegs hier so runter setzen lassen. Zum Beispiel an solchen hier, wo sich's wirklich ergibt. So schön breit. Oder auch teilweise hier so kleinere Anglerstegs. Den Baumplatz weiß ich nicht, ob ihr den schon kennt. Auf jeden Fall leckt es wieder wie die Sau. Jetzt Moment. So. Wir wollen es Tag haben. Ja. Dann hat man hier schön Platz. Da ist auch schon Wasser. Nicht, dass ich irgendwo was vergessen habe. Kann ja auch passieren. Die Häuser sind immer noch so ziemlich leer. Bis auf ein einziges. Da habe ich so einen kleinen Versuch darin gestartet. Hier hatte ich mal so ein paar Mod-Dinger stehen, die ich ausprobierte, wie hier die Gräber. Aber der Mod, den ich hier hingestellt hatte, so testweise, der hat hier fast die ganze Straße belagert, bis ich mal herausgefunden hatte, wie er funktioniert. Der Mod ist nicht mehr drin. Der handelt nämlich von Railgun, aber Railgun, also Toaru no Railgun. Der hat aber ziemlich viel mit Technik zu tun, deshalb wird er eher in dem Pack mit drin sein, dass es mehr mit Technik zu tun hat als mit Magie. Das Haus ist es nicht, sondern da. Ja. So, für alle, die Fans davon sind, das Lucy und Natsu, ne, hier. Gleich mal da und ihr. Leg mich doch, Minecraft. So. Und. Ja, deswegen geht's hier auch noch nicht gerade so viel weiter, wegen diesen Einbrüchen. So, und deshalb vielleicht noch so ein feuriges Herz dazu gemacht. So, ein Dragonheart ist das und so ein Rottenheart aus Hardcore Questing Mode und Draconic Evolution. Und weil halt diese Stadt schon sehr verlassen ist, soll hier überall solche Türen rein. Ja. Gibt's doch nicht. Hatte ich hier noch die Door Factory stehen. Hier oben soll ja ihr Schlafzimmer rein. Ich glaube, das muss ich ein bisschen weiter runtersetzen. So eins weiter runter wahrscheinlich. Oder ich mach's Haus eins weiter höher. Wahrscheinlich eins weiter höher, damit es hier unten gut aussieht weiterhin. Die Steine, die werden natürlich noch ausgetauscht hier. Das Lucy wohnt ja nicht in so einer Steinbaracke. Ja, ich wüsste echt gern, was das ist. So, dann hat man hier ein schönes Waschbecken. Und ein Klo. So, Klopapier. Waschbecken. Handtuch. Dann Dusche. Lalalalalalala. So, nichts passiert. Ich hab nichts gesehen. Ja, es gibt ja hier auch noch den von DecoCraft, aber ich glaube nicht, dass der funktioniert. Nein.
So. Die hier, die würde auch noch funktionieren, aber ja, mein Englisch ist so gut, dass ich das hier lesen kann. Ich soll ja angeblich mit Wasserblöcken irgendwie funktionieren, mit Sourceblöcken, keine Ahnung wie, habe ich nicht herausgefunden. So. Gehen wir wieder. Ja, das ist so das Einzigste. Ja, hier an dieser Seite sind dafür echt wenig Fenster. Das ist auch nur so probeweise. Das wird noch umgebaut. Der Marktplatz sieht jetzt ein bisschen heller und freundlicher aus. Ich dachte mir so, es war so dunkel. Und ja, das hier ist immer noch so ein bisschen dunkel. Gefällt mir immer noch nicht so. Ist da drunter normaler Stein. Ich glaube, das wechsle ich auch noch aus. Ja, wird noch ausgetauscht. Definitiv. So. Ja, ich habe die Blöcke halt ausgetauscht mit dem Exchanger aus EnderTech. Den habe ich jetzt natürlich nicht mehr drauf, weil der einfach besser war als Ja, weil er einfach besser war als dieser Stab, wo man immer Mana gebraucht hat. Wo ich mir gedacht habe, ich kotze gleich einer ab. Ein paar Verschönerungsarbeiten noch machen, wenn uns das Spiel denn lässt. So. Ja, ein paar Stellen habe ich noch die Verschönerung vergessen. Hier, die geht das hin eigentlich nur, dass die NPCs, die ich hier später reinstelle von Ancient Warfare, dass die nicht abhauen, oder auch von Custom NPCs. Dasselbe wird hier so auch noch passieren. Ich muss hier noch definitiv was gegen das Licht machen. Ich weiß nur noch nicht so ganz was. Wahrscheinlich benutze ich dafür dann schöne Lampen. Schauen wir mal, was haben wir hier. Seid ihr live dabei? So, haben wir denn hier schöne Lampen? Custom NPCs. Ja, Runic Lamp. Experience Essence Lamp. Seht ihr? LED Lamp. Alles hier so anbringen, dann kann man hier gleich so eine Lampe reinstellen. Glaube ich dann sogar angenehmer. Weil hier so klatsch rein. Klatsch. Klatsch. Vorerst, bis wir was Besseres haben. Moment. Ich Flutlight noch dran? Ja. So. Jetzt brauchen wir noch einen Schalter. Ich will testen. Hier, machen wir das so. Doch, Schalter. Schalter ist besser. Hoch. Ich kurz aus dem Spiel rausgeklickt. Ich hoffe, das hat niemand gemerkt. So. Thank you.
So, ich weiß nicht, was auf F7 für ein Command sein soll, aber. Ah, ja. Was, wenn man dann einen hier hinsetzen? Bis genau hier rüber und dann dich dahin. So. So, und einen hier hin. Ja. Naja. Vorerst. Damit es hier einfach ein bisschen heller ist. Nein. Lassen wir uns was anderes anfangen. Die Dinge hier sind schon mal eine halb gute Lösung für das Problem mit Licht hier drin, aber da suchen wir uns was Besseres. Oh, diese scheiß Einbrüche, die das ich könnte als kotzen. Und selbst mit dem Texture Pack, also wenn ich das ausmache, schon nur 32er, habe ich diese Einbrüche immer noch. Naja, es wird ja auch schon wieder dunkel. So, dann gehen wir mal hier zum Bahnhof. Da habe ich auch, wie man sieht, einiges anders gemacht. Der soll dann halt ein bisschen schöner und freundlicher wirken. Tut er jetzt auch. So, in dieser Kiste finden wir nichts. Wieder ein Frame-Einbruch. Oh, wie mich das nervt. Weil die sind sehr, sehr häufig hoch. Dann machen wir hier Tunnel. Super Beleuchtung. So, ab jetzt kann ich etwas hier schneller unterwegs sein. Durch den Tunnel. Ab hier wieder nicht. So. Dann laufe ich jetzt einfach so. Fängst du dich jetzt bald mal? Scheißding, du. Ja, es wird echt Zeit, dass ich das Modpack neu aufsetze. Diesmal lasse ich diesen RAM-Cleaner gleich draußen, dann habe ich sowas nicht mehr. Ja, ich weiß, es ist viel da, was RAM-Speicher verbraucht, weil es ist schon mal ein Modded-Paket. Dieses Glas hier kann sein, dass ich das auch auswechsle. Ich meine, ist so eine schöne Beleuchtung, aber ja. Das ist im Vanilla eh nicht mehr enthalten, genauso wenig wie die ganzen Blöcke. Da ist das hier alles baumoffen. Also muss ich dann sowieso austausche gegen irgendwas. Denk mal, das mache ich dann mit Holz. Das bietet sich dann für Carpenters später an. Ja, immer so über der Fenster. Bei den Fenstern, wenn es rein ist. Da drei, so eine halbe Spinne irgendwie. Ja, okay. Was zur Hölle? Kann doch nicht sein, dass man. Ja. Hier ist Viehzucht angesagt. Es wird alles später über die NPCs geregelt, denn die von. Wie das nervt, ich glaube das gar nicht. Es geht zwar auch mit RF eigentlich die Maschinen von Ancient Warfare zu betreiben, aber es können auch die NPCs genutzt werden anstelle von RF. Weil die hacken dann mit Spitzhacken und so auf dieses Zeugs ein und damit machen die dann auch, was sie tun sollen. So, jetzt haben wir hier, wie man sieht, diese Goldcoins sind die Währung. Die sind, damit man sein Zeugs aufwerten kann. Ja. Maximal kriegt man 16.
Das ist aus folgendem Grund, weil wenn man 10 Obsidian-Verstärkungen hat, also 10 Reinforced Blades, dann hat man Unbreakable auf seinem Tool, also wirklich unzerstörbar, hat dann auch die Haltbarkeit geht auch nicht mehr runter. Ist sehr cool, sehr cool. Ja. Und deswegen steht James 20.0 noch da. Das ist der 20. NPC gewesen. Aus Gründen. So. Ja, ich habe eine Weile. Ich brauche jetzt eine Weile, bis ich raffe, wie die Mods funktionieren, wenn ich sie noch nie benutzt habe. So. Ach. Ja, ich mache die Rundführung auf jeden Fall noch fertig. So. Rundführung fast. Fertig. So. Okay, hier raus. Hier waren mal von Earhart Project die Dinge, die uns das alles, die mir das alles hier hergestellt haben. Das war, um EMC-Werte anzugleichen. So, jetzt. Um EMC-Werte anzugleichen, also was andere Items aus bestimmten Mods für EMC geben, nicht die EMCs, was die Dinger schon wert sind. Weil die sind teilweise wirklich hoch. Hier war eine komplette Ender-IO Farm, deswegen auch hier Ender-Perlen-Produktion, weil die waren für die Generatoren. Die es aber noch gibt, ja, die Generatoren gibt es noch. Also AW2, Ancient Warfare 2, könnte sich durchaus selbst mit Energie versorgen durch eine Baumfarm, die dann alles zu Kohle verarbeitet und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob Ancient Warfare hier mit klarkommt, mit den Magical Crops. Da habe ich keine Ahnung. Dann ist da drüben von Aroma die Welt, die Mining-Welt. Oh, Kupfer. Und natürlich die Crowy. Die ist maximal. Das ist die maximale Crowy. Und die ist genial. Und sie kann um einiges schneller sein als die Buildcraft Crowy Plus. Ja. Sie kann auch schneller sein als der Digital Miner. Das kommt darauf an, wie viel Energie das man ihr gibt. Denn diese. Ich hasse diese Lags. Denn diese Crowy, die frisst genau so viel Strom, wie man ihr gibt. Hier ist ein Chunklorder natürlich. Und das hier ist unser Rentner-AE-System, wie es vom XDQM Hose genannt wurde. Und da passt eine ganze Menge rein. Das Ding ist noch lange nicht voll. In dem Build passt so viel rein, wie in ein AE-System mit der. Wenn man Extrasils drin hat, dann hat man ja diese größeren Festplatten und davon die größte Festplatte. Wenn ihr da so einen Server voll habt damit, das ist die Menge, die das Ding hier verarbeiten kann. An gespeicherten Materialien. Es ist wirklich genial. Kann eine ganze Menge. Weil ich glaube, ein einziges ein Warehouse hat Platz für keine Ahnung wie viele Items, um ehrlich zu sein. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Das hier sind jetzt die Größen, deswegen Large Warehouse. Es gibt ja auch noch Low und Mid. Beziehungsweise Low und Medium. Da waren wieder diese Frame-Einbrüche. Ich weiß echt nicht, woher die kommen. Ja. Und ich werde das Ganze halt mittels, also das da drüben, das Dorf hier und so nicht, ja, also nur das mit dem bis zum Bahnhof.
Na gut, das Dorf da vielleicht auch noch. Weiß. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich das Dorf auch mit reinpacke oder nicht. Ich glaube aber eher nicht. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Boah, wie einen das Kruggeln nervt. Ihr glaubt es gar nicht, wie es nervt. Da ich nicht weiß, was das verursacht. Ich werde beim Neuaufsetzen auf jeden Fall alles neu durchgehen und hoffen, dass später nicht mehr der Fall ist, wenn es leckt. Die ganzen Maschinen, die werden ja auch erstmal wegbleiben. Alles, denn das werden wir uns alles erarbeiten müssen. Ja. Ansonsten gibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie es im Moment so aussieht hier. Hauptsächlich die Stadt. Und die habe ich euch ja jetzt dann gezeigt damit. Beobachten wir sie nochmal von oben und mal von der Map aus. Ist eine richtig riesige Stadt. Ich habe auch schon mal Server gefunden, wo sie diese Stadt leicht umgebaut haben nochmal. Also wirklich jedes in der Serie gezeigte Haus, wo man mit Einrichtung gesehen hat, eingerichtet. Die Gilde recht schön eingerichtet, hinten sogar beim Swimmingpool ein Portal für den Twilight Forest. So. Die ganze Stadt kann ich leider hierüber nicht zeigen, aber darüber. Sie ist groß, sie ist aber noch nicht fertig. Sie geht nämlich, also ich habe vor, hier noch Dinge hinzubauen, allerdings dann später mit euch zusammen. Hier kommen überall noch Sachen hin. Diese Flecken, die sind von Soundcraft, deswegen war ich am Überlegen, Soundcraft echt rauszuwerfen. Soundcraft ist zwar super, ein guter Magie-Mod, aber mittlerweile. Ich weiß nicht, nein, nein. Mittlerweile gefällt er mir echt nicht mehr. Absolut gar nicht. Und da ja sowieso Asmagica 2 mit darin ist, sollte es auch an nichts fehlen, was man machen kann mit Magie. Ja, Morph kommt dafür wieder rein. Der auf jeden Fall. Der beißt sich zwar ein bisschen mit Asmagica, wenn man so diese Einblockhöhen macht. Dann nimmt man ziemlich schnell Schaden, wenn man dann in ein Block großes Dingens rein möchte. Ist leider so. Deswegen war Morph ja auch eigentlich draußen, aber ich finde, Morph gehört so ein bisschen mit dazu. Erstmal bleibt er noch draußen. Vielleicht fixen die das ja. Wer weiß. Ist das noch mal ein Haus? Habe ich da noch mal ein Haus hingesetzt? So ganz vereinzelt? Ernsthaft? Sehe ich jetzt gerade. Ich glaube ja. Wenn ja, was warst du für ein Haus? Wofür warst du gedacht? Einfach so. Okay. Nicht so ganz vereinzelt. Okay, sah so vereinzelt aus hier. So. Ja, egal. Ich verwirre mich wieder selbst und euch. Da ist dieses Herzhäuschen. Von irgendjemandem. Ja. Oh. Ja, da war ich noch nicht. Noch mal ein Dorf, wie man sieht. Ein großes. Gucke ich vielleicht mal nach. Ein bisschen plündern. Na, ist ja auch egal. Es war ziemlich viel Arbeit, das hier zu machen. Und es wird wieder viel Arbeit, auch wenn ich's. Ja, das Dorf lasse ich weg. Das mache ich hier komplett zap ab. Und dann kopiere ich im Prinzip hier so diesen Abschnitt. So am Dorf entlang weggeschnitten. Den kopiere ich dann komplett so, wie er dann ist, in eine andere Welt rein. So, dann habt ihr jetzt den Plan. Quests brauche ich noch immer gute. Ich habe jetzt ein paar Startquests, kann ich jetzt leider nicht zeigen. Aber
Ja. Seht ihr ja dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Dann hoffe ich, euch hat der kleine, lange Rundgang gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr euch auf das Projekt freut, denn ich habe hiermit was ganz Spezielles vor. Und es hat nicht viel mit, was heißt nicht viel, es hat ein bisschen was mit Fairy Tail zu tun, hauptsächlich mit Animes allgemein, ja, und Mangas und der Fangruppe allgemein, die dadurch angesprochen wird, ja. Und bin mal gespannt, wie das dann später bei euch ankommt. Dann wünsche ich euch, dass die Lags und die Frame-Einbrüche so aufhören. So, dann wünsche ich euch jetzt nun hier zum Sonnenaufgang alles Gute. Viel Spaß weiterhin beim Videos schauen und ciao, ciao.